Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Business-Fragen kompetent und verständlich beantwortet. Mein Name ist Daniel Neurauter und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Fragestellung, welche Ziele verfolgt das Marketing? Grundsätzlich können wir hier einmal zwei Arten von Zielen unterscheiden. Einerseits kennen wir marktökonomische und andererseits marktpsychologische Ziele. Während die marktökonomischen Ziele auf Euros bzw. auf Renditen abzielen, beziehen sich marktpsychologische Ziele auf die geistige oder auf den geistigen Verarbeitungsprozess eines Käufers. Sehen wir uns hierzu einige Beispiele an, was hier jeweils dazugehört. Starten wir zuerst mit den marktökonomischen Zielen, hier links auf der Seite dargestellt. Zu den marktökonomischen Zielen zählt einerseits einmal die Generierung von Umsatz. Nanonet ist es eine der Hauptaufgaben des Marketings, den Vertrieb hierbei zu unterstützen, Umsatz zu generieren. Aber der Umsatz ist nicht entscheidend dafür, wie erfolgreich ein Unternehmen ist oder eben auch nicht. Hintergrund ist ganz einfach, der Umsatz berücksichtigt letztendlich nur die Einnahmen, also alle Euros, was hereinkommen. Es wird aber beim Umsatz nicht berücksichtigt, was unterm Strich überbleibt. Und aus diesem Grund muss man eben bei der Gestaltung von Produkten oder Dienstleistungen nicht nur darauf zu achten, einen möglichst hohen Umsatz zu generieren, sondern eben diese Produkte und Dienstleistungen so zu gestalten, dass unterm Strich auch etwas überbleibt. Und was überbleibt, kann man mit Hilfe des Deckungsbeitrages berechnen bzw. am Deckungsbeitrag erkennen. Ein weiteres Ziel, welches zu den marktökonomischen Zielen gehört, ist der Marktanteil bzw. auch die Werberendite. Natürlich gehören hier zu diesen marktökonomischen Zielen noch weitere Ziele hinzu, aber hier nur für das Verständnis einige Beispiele dargestellt. Und wenn wir dann weitergehen zu den marktpsychologischen Zielen, die wir hier rechts dargestellt haben, so geht es, wie bereits erwähnt, eben hier um den geistigen Verarbeitungsprozess des Käufers. Und hier ist es einerseits einmal das Ziel eines jeden Unternehmens bzw. einer Marke, den Bekanntheitsgrad zu steigern. Damit einhergehend muss natürlich auch durch Marketingmaßnahmen darauf geachtet werden, dass das Image eines Unternehmens dementsprechend positiv nach außen hin dargestellt wird. Ein weiteres Ziel, welches seitens des Marketings im Rahmen von marktpsychologischen Zielen erreicht werden möchte, ist eine möglichst hohe Kundenzufriedenheit. Denn wir wissen, eine hohe Kundenzufriedenheit führt einerseits zu weiteren Empfehlungen, und darüber hinaus führt die Kundenzufriedenheit auch dazu, dass in weiterer Folge die Kunden wiederum auch in Zukunft bei uns kaufen und in weiterer Folge eventuell eine gewisse Markentreue entsteht. Und wie wichtig eine Markentreue sein kann, zeigt am besten das Beispiel Apple. Wenn Sie hier daran denken, wie iPhone-User zufrieden sind, beziehungsweise wie markentreu diese sind oder auch MacBook-User. Also ich kenne nur wenige iPhone-User, die sich dann irgendwann entscheiden, ein anderes Smartphone zu kaufen, sondern einmal iPhone, immer iPhone. Und das zeigt letztendlich schon, wie wichtig eben Kundenzufriedenheit und Markentreue in weiterer Folge eben auch ist. Ja, und somit sind wir auch schon am Ende dieses Videos angelangt. Und wenn ihr unsere Videos Ihnen gefallen, dann freuen wir uns einerseits über einen Daumen hoch und gerne dürfen Sie unseren YouTube-Kanal Business Fragen auch abonnieren.